Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Soll man den Hibiskus jetzt zurückschneiden zum Herbst-Winter rum? Das ist eine Frage, die ich bekommen habe und die möchte ich euch hier gerne in dem Video beantworten. Wenn euch das übrigens gefällt, dass ich direkt hier im Video mal auf eure Fragen eingehe und ich das gern häufiger machen soll, dann lasst es mich unten in den Kommentaren wissen, lasst einen Daumen nach oben da und vor allem abonniert meinen YouTube-Kanal, dann verpasst ihr die Videos auch nicht und ich freue mich natürlich auch wahnsinnig über jeden neuen Zuschauer, der dazukommt und außerdem brauche ich natürlich auch eure Unterstützung. Ja, jetzt geht's los. Sollen wir die Schere ansetzen oder nicht? Dazu möchte ich euch den Hibiskus mal vom bisschen näheren zeigen. Deshalb blenden wir das Bild jetzt einfach mal direkt auf dem Hibiskus um. Ja, vereinzelt kann man jetzt schon sehen, dass die ersten gelben Blätter kommen am Hibiskus. Die Blüten sind auch weniger geworden. Es bilden sich auch jetzt kaum noch neue Blüten. Ja, wir gehen jetzt in den Herbst hinein. Die Temperaturen werden kälter, die Sonnenstunden werden weniger. Und da wird es dann auch mau mit der Blüte. Der Hibiskus wird verblühen, die Blätter fallen. Und da ist dann immer die Frage, soll ich ihn jetzt schneiden im Herbst oder doch bis zum Frühjahr warten? Und hier die ganz klare Antwort. Bitte nicht im Herbst schneiden, das ist ganz wichtig. Auch zum Beispiel die verblühten Blüten, man sollte sie möglichst immer entfernen über den Sommer. Ich habe es dieses Jahr nicht gemacht, mangels Zeit. Einfach, wenn ihr die Blüten entfernt, vorab vielleicht nochmal gesagt, einfach rausdrehen und abreißen oder auch direkt am Blütenbecher hier unten einmal abschneiden. Einfach aus dem Grund, weil sich sonst sogenannte Samenkapseln oder Blütenkapseln bilden. Die könnt ihr hier überall bei mir am Hibiskus sehen. Dafür braucht die Pflanze sehr viel Energie und ja, wenn diese Blütenkapseln dann aufgehen, dann sieht sich der Hibiskus auch im Garten aus. Das Ganze sieht dann im Übrigen so aus, das zeige ich euch kurz einmal. Hier könnt ihr überall Hibiskus sehen, der sich ausgesät hat. Hier sogar schon einer, der jetzt schon etwas vor über ein Jahr sich ausgesät hat. Ja, wenn man das vermeiden möchte, den Wildwuchs, dann sollte man auf jeden Fall die Samenkapseln abschneiden bzw. dafür sorgen, dass sich keine bilden können. Die verblühten Blüten also immer abmachen. Dann hat der Hibiskus übrigens auch mehr Kraft, um wieder neue Blüten zu bilden und blüht auch so etwas besser. Das Ganze sollte man aber auch nur bis maximal in den Herbst hinein machen. Danach bitte keine verblühten Blüten mehr abschneiden und auch allgemein den Hibiskus nicht schneiden, also nicht die Schere ansetzen und ihn jetzt zurechtstutzen. Warum? Weil jeder Rückschnitt immer den Neuaustrieb anregt und es ist einfach so, dass alles, was neu nachwächst, was neu austreibt, hat einfach noch nicht die Winterhärte, die man haben muss, um durch einen kalten Winter durchkommen zu können. Und das bedeutet, dann kann euch der Hibiskus an den Stellen wieder kaputt frieren. Und zwar nicht nur dann an der Schnittstelle oder an dem Neuaustrieb. Das Ganze kann auch ein bisschen weiter in die Pflanze reinfrieren. Und dann habt ihr umso mehr Arbeit im zeitigen Frühjahr nochmal. Ihr müsst dann ohnehin wieder zur Schere greifen. Und da macht es dann auch Sinn, es dann gleich im zeitigen Frühjahr oder am Spätwinter zu machen. Ich habe euch auch mal ein Video gemacht, wie man den Hibiskus schneidet. Das kann ich an der Stelle hier oben einmal verlinken. Schaut euch das einfach mal an. Wichtig vor allem ist jetzt hier der Zeitpunkt, dass ihr es halt nicht im Herbst macht. Also am Ende hier nochmal kurz zusammengefasst. Verwelkte Blüten nur rausbrechen oder am Blütenteller abschneiden bis maximal in den Spätsommer, Herbst hinein, danach nicht mehr, damit kein Neuaustrieb stattfindet, und richtig schneiden dann erst im Spätwinter oder zeitigen Frühjahr. Wartet da am besten auch einen Tag ab, wo natürlich kein Frost zu erwarten ist und wo vielleicht auch die Sonne nicht so dolle brennt, damit die Schnittstellen da keinen Schaden nehmen können. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und vor allem auch weitergeholfen hat. Wenn ja, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Abonniert doch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin.